Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehr Wasser Live TV. Der Christian ist schon fix und fertig, weil wir haben eine Wette gemacht. Mal gucken, wer länger aushält, hier in den Saughebern dran zu bleiben. Beziehungsweise, dass die Saugheber auch uns aushalten. Ja, schaffen uns locker, Christian. Ja, aber wenn du ein mega Becken hast, so von 10.000 Liter, da halten die, glaube ich, nicht mehr. Meinst du? Ja, ich glaube, die halten nicht. Locker. Ja. Mach mir gar keine Sorgen. Weil wir haben nämlich beim Aquamedia TV, ich bin fix und fertig, die haben echt ein sehr cooles Video locker. Gemacht. Guck mal hier. Und ey, du hast echt drauf. Ey. Naja, auf jeden Fall haben die ein Video gemacht, wie man richtig große Becken transportiert. Und da schalten wir jetzt mal hin. Machen wir das? Ja, schalten wir hin. Warum? Ich kann nicht mehr. Die Saugheber schaffen das auch beim 10.000 Liter Becken. 100 pro. Niemals. Beim Transport dieses Beckens können Saugheber wohl nicht mehr das Mittel der Wahl sein. Sein Fassungsvermögen beträgt knapp 10.000 Liter Wasser. Breite 4,30 Meter, Höhe und Tiefe je 1,50 Meter, auf Kundenwunsch mittig geteilte Sichtscheibe aus 7 cm starkem Acryl, Leergewicht des Beckens ca. 3 Tonnen. Für Michael Böttner und Nico Rebitzer nichts Besonderes. Sie sind mit der Anfertigung und dem Transport solcher Großaquarien vertraut. Ihr täglich Brot sozusagen. Denn die Dingelstädter Firma beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Bau von Spezialaquarien. Im Normalfall werden Becken dieser Größenordnung vor Ort montiert, da Transport und Aufstellung nicht mehr realisierbar sind. Genau diese Vor-Ort-Montage macht diese Riesenbecken aber teuer und aufwendig. Aquarien von Böttner und Rebitzer sind anders. Das beginnt schon beim Material. Aufbau des Beckens, ein Winkelstahlrahmen, Siebdruckplatten und eine Versiegelung aus Polyurethan. Klingt relativ einfach, ist es auch, wenn man das erforderliche Know-how dafür hat. Relativ einfach ist auch der Transport des Beckens zum Kunden. Ein leistungsfähiger Gabelstapler und ein LKW mit Pritsche genügen, um das Aquarium an den in diesem Fall ca. 80 Kilometer entfernten Bestimmungsort zu transportieren. Nach dem vorsichtigen Verladen, schließlich soll das Becken ohne Kratzer und Beschädigungen ankommen, erfolgt noch die Sicherung der Ladung mit Spanngurten und schon geht das Riesenbecken auf seine kurze Reise. Wir werden ebenfalls zum Bestimmungsort fahren und natürlich etwas schneller am Ziel sein. Der neue Besitzer des Beckens ist ein guter Freund und für unsere Zuschauer ein alter Bekannter. Bei Marco Detthoff ist vor einiger Zeit schon einmal ein Bericht über seine beeindruckende Aquarienanlage entstanden. Amazonas in Hessen nannten wir damals diesen Film. Ausschließlich Süßwasser, aber für die Zuschauer von Meerwasser Live TV vielleicht dennoch interessant. Mittlerweile ist auch der Transporter mit Detthoffs neuem Aquarium angekommen. Ein Kran steht schon bereit, um das Becken vom Transporter zu heben. Mit Schwerlastrollern und Hubwagen wird es dann an seinen Standort im Haus versetzt. Für die Kranarbeiten haben Böttner und Rebitzer an den Seiten des Aquariums extra zwei Befestigungsmöglichkeiten zum Anbringen der Hebegurte vorgesehen. Alles verläuft reibungslos, der 3-Tonnen-Koloss schwebt in der Luft und wird langsam auf Höhe der Roller abgesenkt. Unter jede Ecke wird je ein Schwerlastroller gesetzt, sodass die Gesamtlast des Beckens auf insgesamt 16 Räder verteilt wird.
Auch das ist unproblematisch, lediglich die möglichst genaue Ausrichtung in Laufrichtung muss dabei beachtet werden. Jetzt muss das Riesenbecken nur noch durch die Tür von Detthoffs Gebäude passen und wie man sieht, alles folgt präzise der vorgegebenen Planung. Der Toleranzbereich wurde perfekt gewählt, viel größer hätte das Aquarium nicht sein dürfen. Der schwierigste Teil ist vollbracht, jetzt muss es nur noch an seinen endgültigen Platz geschoben und präzise ausgerichtet werden. Danach wird das Becken mit Hilfe von Hubwagen und Wagenhebern noch einmal etwas angehoben, um den Sockel aus hochverdichtetem Styrodur unterschieden zu können. Wohin? Ich glaube, 150 bündig. Dann bist du klar. Danach wieder absetzen, nach geplanten Maßen ausrichten, nochmal ein wenig korrigieren, die fehlenden Sockelplatten einfügen und dann komplett absenken. Fertig. Das Riesenaquarium steht an seinem Platz und die Schutzfolien der Sichtscheiben können entfernt werden. Dann heißt es auch schon Wassermarsch und die erste Probefüllung beginnt. Alles in allem eine gelungene Aktion und bereits in wenigen Tagen könnte es in Marco Detthoffs neuem Aquarium ungefähr so aussehen. Ja, also wie ihr gesehen habt, so ein Saugheber, der schafft nicht jedes Becken. Und deswegen war es gut, dass wir mal gezeigt haben, wie man so ein großes Becken transportiert. Und das haben wir mit freundlicher Unterstützung gemacht von Aquamedia TV. Ja, ist auch ein YouTube-Channel, die gibt es schon ein bisschen länger als wir. Haben auch ein paar mehr Abonnenten. Und die machen das richtig geil. Also die Qualität von den Videos ist auch mega. Abnormal. Ja. Also wenn ihr noch nicht den Kanal Aquamedia TV abonniert habt, dann lasst den Jungs bitte ein Abo da. Und das Gleiche gilt natürlich für euch Zuschauer von Aquamedia TV. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns von Meerwasser Live TV unterstützt und abonniert. Genau. Schaut einfach mal vorbei. Und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Mega, genauso viel Spaß wie wir mit dem Aquamedia TV Video. Ja. War echt mal Hammer. Super interessant zu sehen. Wie man die so machen auch Expeditionen, habe ich gesehen. Ja. Muss man in den Kanal reingucken, ja. Da haben die richtig geile Videos von Expeditionen, was weiß ich, von verrücktesten Kontinenten, die ich gar nicht kenne. Ja. Und ja, das wäre echt auch was für uns, oder? Allerdings. Ja. Ist zwar ein bisschen süßwasserlastig, aber naja, ist auch schon ein Hingucker. Ja, besonders wenn es so ein groß ist. Ich meine, ich war mal diese Expeditionen so im Kopf gehabt. Ne? Geil. Ja. Auch bei Süßwasser. Also finde ich dann auch nicht mehr so schlimm. Ja. Ich würde sagen, die können wir jetzt getrost erstmal weglegen. Ja. Genug Beckenumzüge gemacht. Ja. Christian, wir sind raus. Wir sind raus. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.